Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine 7 Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und melde dich kostenlos zum DNX-Newsletter an. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks Show live aus London, UK, England. Lifehacks, dein Podcast für ein besseres Leben. Und ich bin immer noch richtig, richtig, richtig pumped. Hab gerade hier auf Spotify die Playlist vom UPW-Event von Tony Robbins gehört und bin voll im Peak-State, im Peak-Modus. Wir reißen gerade hier alles ab, was es abzureißen gibt, weil wir müssen jetzt langsam anfangen, mal die DNX vorzubereiten. 3 Wochen noch und es ist richtig heftig. Wir haben jetzt alle Speaker, alle Workshop-Referenten, alle Pre-Event-Leute, alle Leute, die zur Generalprobe kommen, alle Leute, die im Video- und Fototeam sind und alle Leute, genau, Volunteers fehlen noch. Also es ist richtig fett, fast 100 Leute jetzt auf Slack. Es wird langsam crowded und es wird langsam ernst. Der Shit wird real. Bevor wir gleich in Tony Robbins einsteigen, eine Bewertung reingekommen ist von der Cora. Und Cora Nadjama sagt, hilfreich, kompetent, lohnenswert, 5 Sterne. Lieber Markus, vielen Dank für so einen informativen Podcast. Seit langer Zeit folge ich diesem und heute endlich war der Punkt erreicht, die Bewertung zu geben. Yeah, yeah! Cora, high five! Die ayurvedischen Energiequalitäten, zusammengesetzt aus den 5 Elementen, jeweils 2 Elemente, ergeben eine Energiequalität, Vata, Pitta oder Kapha. Jeder ist damit eingebunden in die Natur und in das Universum. Ein Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos. Mein Thema, mit dem ich gerade rausgehe. Überlege auch, einen Podcast zu machen. Mach auf jeden Fall einen Podcast. Der Rock, das Thema ist super, super, super spannend. Ich guck gerade, wo ich mir das aufschreiben kann, dass ich in den Shownotes die Folge zu den Vita, Vata und Pitta Typen verlinke, die ich hier letztens auf Lifehacks gemacht habe. Das ist nämlich super, super spannend, die verschiedenen Typen nach Ayurveda. Lifehacks, Pitta, UPW verlinke ich euch nochmal, den X verlinke ich euch. Morgen, ja, ich glaube, das ist zu spät. Morgen hört ihr den Podcast nehmen, heute auf. Heute ist erstmal, morgen machen wir übrigens, kleine Info für dich, den Early Bird endgültig zu. Dann gibt's nur noch Tickets zum Main Event Preis. Also morgen allerletzte Chance, Geld zu sparen. Und morgen machen wir auch die Workshop Kategorie zu, weil das Beta Haus platzt aus allen Nähten. Wir sind mega ausverkauft bei den Workshops. Morgen letzter Tag. Und dann gibt's wirklich nur noch Main Events zum Normalpreis. Also wer zu DNX kommen will, die ganze Zeit überlegt hat, jetzt, heute, wenn du den Podcast hörst, 2. Mai bis 21 Uhr habe ich es eingestellt, ist die Ticketkategorie noch offen bei Eventbrite und dann wird's teurer. So, wir machen weiter. Danke für deine Pitta-Power, großartiger Podcast, alles Liebe, Cora. Alles Liebe zurück, liebe Cora. Danke für die Bewertung und starte auf jeden Fall einen Podcast zu diesem Thema. Das ist super, 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 super spannend. Viel, viel, viel Pitta-Power schenke ich dir von dieser Stelle aus London. Alright. Update Tony Robbins, Unleash the Power Within, Day 4, Pure Power of Energy. Das ist das Motto, unter dem der 4. Tag gestern Sonntag stand. Und ich dachte ja, vielleicht irgendwann dünnt sich das Feld ein bisschen aus und es sind weniger Leute in der Halle. Nee, Alter, jeder Platz ist gefüllt. 10.500 Menschen showen up früh morgens um 8 Uhr, um wieder einen Tag ganz, ganz, ganz viel Input zu bekommen auf diesen Tony Robbins Unleash the Power Within Event. Und gestern war für mich eigentlich mit einer, ja, wenn nicht der spannendste Tag, was den Inhalt angeht. Das andere war viel, viel Breakthroughs, Motivation, Limiting Beliefs. Und hier gestern konnte man so viel mitnehmen. Also selbst ich, der ja schon länger jetzt auch in dem Thema gesunde Ernährung, Energy drin ist, konnte sehr, sehr, sehr viel von gestern mitnehmen. Und von daher gehen wir gleich auch mal in das Workbook rein. Und ich finde es einfach krass, wie viele Bereiche der Typ gemastert hat. Und das kommt aber nicht von ungefähr. Tony Robbins hat
mit Mitte 20 300 Bücher in einem Jahr gelesen, muss den mal wegtun, es sind 365 Tage, der hat 300 Bücher gelesen, hat vorher Speedreading gelernt, um wirklich jeden Aspekt im Leben zu mastern. Und man merkt das auch. Der hat mit Mitte 20, also der Typ, der ist jetzt, ich glaube, der ist Ende 50 oder so, auf jeden Fall vor 30, 35 Jahren hat er die ersten Seminare gemacht, vor 40 Seminaren, Jahren. Und da hat der das Seminar, wo ich gerade attende hier, 2017, da hat er die Basics, die Foundation schon entworfen. Und da waren schon so Themen drin, wie pflanzenbasierte Ernährung. Da waren schon Themen drin, wie Detox. Da waren Themen drin, wie Alkalin, also pH-Wert neutral halten. Da waren Themen drin, wie Wheatgrass Shots. Da waren Themen drin, wie Proper Breathing. Und du denkst so, jetzt kommt das erst alles so ein bisschen ans Tageslicht, ne? Weil ich mich jetzt damit auch erst die letzten ein, zwei Jahre befasst habe. Das Wissen war schon immer da und der Typ, der lehrt es seit 40 Jahren und deshalb ist er einfach so ein Genius und deshalb ist er auch völlig zu Recht da, wo er gerade ist. Und neben den 300 Büchern in einem Jahr hat er 280 Seminare. Das nächste Jahr nämlich hat er in einem Jahr, er hat sich immer krasse Challenges gesetzt, 280 Seminare in einem Jahr besucht, weil er der Beste werden wollte, in allen Bereichen des Lebens. Und gerade, wir sind ja diese Pyramide durchgegangen, die Pyramid of Mastery, die Seven Areas of Constant Growth from Extraordinary Life und die Foundation ganz unten ist der Physical Body. Und darum ging es dann gestern den ganzen Tag über die 12 Master Principles of a Vital Life, the Power of Pure Energy. Und es geht eigentlich nur um Energy. The answer is energy. Your health is the most important factor. Yet in time of constant demands, we often neglect that we know is most important. Eigentlich wissen wir es alle, dass es wichtig ist, aber irgendwie adaptieren wir dann doch über die Spiegelneuronen doch mit unserer Umwelt und fressen Scheiße, trinken Alkohol, nehmen Drogen, essen Fleisch, trinken Kaffee, trinken Limo, nehmen zu viel Zucker zu uns, essen Pasta. Und das ist einfach so ein Mist, weil du deinen Körper, du vergiftest deinen Körper, du intoxinatest deinen Körper. If you're going to take your life to the next level, it's vital to make commitment to living a more energized and healthy life. Learn how to dramatically increase your energy. Learn effective nutritional and psychological strategies to bolster your immune system. Und genau darum ging es gestern am Sonntag. Also es ging um Health, es ging um deine Gesundheit, es ging um Fitness, es ging auch um die Definition von Gesundheit. Das ist super spannend, komme ich gleich drauf zu sprechen. Es geht um Fitness, es geht um Wasser. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt von Tony Robbins und was er da aufgebaut hat und dass er schon vor 30 Jahren über Detox gesprochen hat, über Cleansing, über Alkaline, über Wheatgrass Shots. Der Typ hat es einfach gemastert. Ja, ich bin, ihr merkt's, echt absoluter Tony Robbins Fan seit diesen 4 Tagen. Ich mache morgen nochmal ein Fazit dazu, war ja auch ein bisschen, nicht skeptisch, aber wie gesagt, ziemlich neutral dem Ganzen gegenüber eingestellt und es ist heftig, was für eine Transformation da die Menschen gemacht haben und was für eine Transformation ich auch in den 4 Tagen gemacht habe. Alright, lass uns einsteigen. Also das wichtigste Prinzip, wichtigste Quelle, Source von einem Vital Life ist Energy. Energy. The most important factor that will help ensure that you continue to take action and continue your progress is one simple power. Energy. Und es gibt so viele Weight Loss Programme, es gibt Produkte, es gibt Bücher, es gibt Online-Kurse, um Gewicht zu verlieren, um stärker zu werden, um einfach besser auszusehen. Aber das aller Wichtigste ist Energy. Und wenn du Energy hast, dann bist du auch gesund. Und wenn du Energy hast, dann hast du auch Kraft. Und wenn du Energy hast, dann hast du Power. Und wenn du Energy hast, dann hast du Endurance. Und du bist nicht depressed, du bist nicht antriebslos. Also ist Energy die Lösung. Was ist hier gerade passiert? Samsung. Ja, funktioniert auch alles, ne, würde ich sagen. Cool, weil hier kam irgendein Ton in meinen Lautsprechern und ich dachte, die Mikrofonverbindung wäre vielleicht abgebrochen. Also, es geht um Pure Energy. Und die Necessities of Life, das hatten wir schon mal vor 2 Tagen, die wichtigste Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg ist Wachstum. Also immer wieder ongoing growth. Und das schaffst du durch 3 Prinzipien. Einmal die Foundation zu create the base, dann immer wieder challenge und grow und dann, was das ist ganz wichtig, was leider viele, viele, viele Top-Achiever und High-Achiever, auch du, der den Podcast hört, vergessen, ist diese Goals und die Successes, die du erreicht hast, auch zu celebraten und dich selber zu rewarden, weil dadurch schaffst du auch wieder
die Base, um wieder zu Punkt 1 in die erste Stufe in den Cycle zu gehen, um wieder weiter zu growen und wieder Challenges anzunehmen. Also zwischendurch musst du auch krass celebraten. Und deshalb sind wir auf dem Tony Robbins Event auch immer wieder in den Peak State gegangen. Alle halbe Stunde, dreiviertel Stunde ging die Mucke an. Die Leute sind ausgerastet, um das Pattern zu brechen, dass du nur passiv konsumierst, die Arme verschränkst, in deinem Stuhl sitzt und dich berieseln lässt. Nee, du rastest aus, du springst auf, du gibst den Leuten High Five, du tanzt mit denen, du rastest aus, du gibst dir gegenseitig Massagen, du feierst einfach dein Leben, du feierst dich selber, weil der allerwichtigste Mensch im ganzen Leben ist nicht deine Freundin, nicht deine Familie, nicht dein Bruder, nicht deine Mutter, nicht deine Ehefrau, sondern du selbst. Nur wenn du selbst in einem Peak State bist, nur wenn du selbst deine Hausaufgaben gemacht hast, nur wenn du selbst in allen Bereichen des Lebens, sei es jetzt Gesundheit, Ernährung, Beziehung, Business, Spiritualität, nur wenn du da in der besten Form deines Lebens bist, dann profitieren andere Menschen von dir. Wenn du miserable bist, wenn du depressed bist, wenn du nicht zufrieden bist, dann haben die anderen Leute auch nichts von dir. Aber wenn du voller Energie bist, wenn du voller Power hast, wenn du Bock hast auf das Leben, wenn du andere durch deine Ziele, die du erreicht hast, inspirierst, dann lebst du wirklich erst life to the fullest. Und diese pure Energy, die du beim Tony Robbins in jeder einzelnen Zelle in seinem Körper spüren kannst, die kommt natürlich durch dein Human Body. Und von daher musst du darauf achten, was du mit deinem Body machst. Tony Robbins ernährt sich pflanzenbasiert seit 40 Jahren, seitdem er angefangen hat, Research zu machen. Also mit 18, 19 hat er angefangen, voll in das Thema einzusteigen. Dann trinkt er keinen Alkohol, er macht regelmäßig Sport, er geht immer noch regelmäßig zu Coachings, gerade auch zum Thema Fitness, Ernährung, Personal Growth. Es hört ja nie auf. Und so wirst du dann der Beste in deinem Bereich und so masterst du dann auch alle Prinzipien von deinem Leben. Right. Was sind die vorherrschenden Grundsätze oder Denkmuster in unserer Gesellschaft, wie man sich gesund ernährt? Das ist zum Beispiel, man muss 3 Mahlzeiten pro Tag essen. An apple a day keeps the doctor away. Also Fruit and Vegetables. Milch ist super gesund. 3 Mahlzeiten pro Tag. Am besten morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Dann gibt's ja ganz viele limiting beliefs, gerade auch was deine Gesundheit angeht. Zum Beispiel, gerade in unserer westlichen Welt, Impfung super wichtig, Impfung helfen, Impfung vergiften dich, Alter, Impfung intoxinieren dich. Ich bin gerade dabei, ich wusste es früher leider nicht besser, all meine Impfungen auszuleiten, zu entgiften. Das machst du mit Chlorella, mit Spirella, mit Zeolit, um das auszuleiten. Man kann Koriander essen, um die Schwermetalle im Gehirn auszuleiten. Also alles, was man, weil man es nicht besser wusste, sich hat in den Körper pflanzen lassen, leite ich gerade aus. Und das Gute ist, du kannst jederzeit damit anfangen. Innerhalb von 3 Monaten haben sich komplett deine ganzen Blutzellen einmal komplett erneuert. Das heißt, es ist nie zu spät. Egal wann, egal jetzt, wenn du den Podcast hörst, sagst, okay, alles klar, ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch, ich habe es gerafft, es vergiftet mich, es macht mich krank, ich nehme die Antibiotikas von den Tieren mit auf, ich will einen Unterschied machen, ab morgen ernähre ich mich vegan oder vielleicht sogar heute. Innerhalb von 3 Monaten hast du deinen Körper, das ist ein menschliches Wunderwerk, hast du deinen Körper wieder komplett auf dem Status, wo er eigentlich sein soll, am besten noch mit einem Detox dazu, mit einer Leberreinigung, mit einer Gallenblasenreinigung. Das kannst du auch zu Hause durchführen. Einfach mal googeln nach Leberreinigung zu Hause und davor am besten noch eine Diät machen, also entweder ein Juicing-Programm oder eine komplette Fastenkur, damit der Darm leer ist und dann Detox und dann bist du in dem State, in dem du eigentlich sein musst. Dann weitere vorherrschende Grundsätze in unserem Gesundheitssystem. Wir haben das beste medizinische System in der Welt. Fuck, Alter, wir haben gar nichts. Ich war in Bangkok und war da im Krankenhaus. Das ist der Wahnsinn, was die an geilen Vorrichtungen haben, wie convenient das ist, was du da alles testen lassen kannst, gerade was deine Blutwerte angeht, was du an Beratung kriegst. Hier in Deutschland oder auch in der westlichen Welt werden nur die Symptome behandelt, damit die Pharmaindustrie weiter Kohle über die Medikamente machen kann. Aber es gibt andere Lehren, wie zum Beispiel auch die Ayurvedische Lehre, wo die Ursachen behandelt werden. Und das machst du beispielsweise auch durch einen Detox, durch eine Leberreinigung. Dann weitere vorherrschende... Warte mal, ich schreibe mal eben auf, dass ich euch auch die Lifehacks-Folge mit Veronika Sauer
verlinke. Das ist die Vroni, bei der haben wir die Detox-Reinigung gemacht und danach haben wir ein Interview mit ihr gemacht, über eine Stunde, Feli und ich. Und das war super, 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 super spannend. Dann weiter vorherrschende Beliefs. Doktoren wollen nur dein Bestes, Ärzte. Ich unterstelle mal, dass die meisten es wirklich wollen, aber letztendlich sind viele fehlgeleitet, allein schon durch ihre Ausbildung. Dann Nahrungsergänzungsmittel sind der Key. Nahrungsergänzungsmittel können gut sein als Ergänzung, wie der Name schon sagt, aber die sind nicht die Lösung für Probleme. Dann auch ein vorherrschender Limiting Belief bei mir war immer, ich kann nicht vegan werden, weil ich brauche ja mein Eiweiß, ich brauche vegan. Die ganzen Pumper in Fitnessstudio, in der Umkleide, habe ich gesagt, boah, Alter, ich brauche mehr Meat, ich muss mehr Joghurt essen, mehr Eier, mehr Milch. Nur so kriegst du dein Protein. Und das ist völliger Bullshit. Man kriegt über Linsen oder Lupine richtig geiles, hochwertiges Protein, das noch viel, 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 viel besser ist, wenn man sich pflanzenbasiert ernährt. The quality of my life is actually the quality of my cells. Also es geht um deine Zellen. Deine ganze Energie, die du hast, die kommt aus deinen Blutzellen. Und Zellen, das ist ganz wichtig, dass du jetzt aufpasst, um zu verstehen, wo deine Energie herkommt. Die kommen also aus deinen Zellen im Körper, aus den Menschenkörpern. Und die Zellen sind aufgebaut. Es gibt drei Sachen, die Zellen brauchen, um zu überleben. Einmal Oxygen, also Sauerstoff. Oxygen is the source of all energy in the body. Dann brauchst du Wasser. Wasser ist der Stoff, der am meisten in unserem Körper vorkommt. Ich glaube, 70% von unserem Körper ist Wasser. Und ich glaube, in unserem Gehirn sind sogar noch mehr Prozent. Und stell dir mal vor, das ganze Wasser ist aus dem Körper, wir würden zusammenfallen wie eine Hülle. Von daher macht es super, super viel Sinn, sich zu hydraten, genug Wasser zu trinken. Viele Leute unterschätzen, wie wichtig Wasser ist, wenn sie Hunger haben, wenn sie müde sind. Meistens, das habe ich auch gelernt jetzt an den 4 Tagen, ich habe so viele Takeaways, meistens liegt es daran einfach, dass du dehydriert bist, dass du nicht genug Wasser getrunken hast. Water is life. Und im Übrigen sind auch 70% unseres Planet Earth, auch mit Wasser bedeckt. Also macht es Sinn, sich zu bewässern. Und Punkt 3 für eine Zelle, um zu überleben, ist the ability to eliminate its own waste. Weil an sich ist der Körper dafür gemacht, auch zu detoxen. Darum gibt es ja Nieren, Leber und das größte Detox-Organ ist die Haut. Allergrößte. So, und deshalb ist der Körper auch so aufgebaut und er kann das auch zu einem gewissen Teil die ganzen Giftstoffe ja auch wieder ausleiten. Das Problem jetzt in unserer westlichen Welt ist, überleg mir, der Magen, weißt du, wie groß dein Magen ist? Mach mal eine Faust, halt die hoch, umklammer mal dein Handgelenk mit der anderen Hand und oben diese Faust, das ist dein Magen. Das ist das, was auf deinem Teller liegen sollte. So groß ist der Magen, so viel sollte man essen. Jetzt überleg mal, wie viel Food die Menschen in der westlichen Welt in sich reinstopfen, wie viel da gegessen wird. Und dadurch kommt dieser ganze Überfluss und dadurch können die Haut, die Leber, die Niere nicht mehr schnell genug arbeiten, um diese ganzen überschüssigen Giftstoffe, im schlimmsten Fall noch McDonald's, Fastfood, Fleisch, um das alles vernünftig abzubauen. Und deshalb macht es Sinn, gerade wenn du jetzt aus der westlichen Welt kommst, wovon ich ausgehe, weil du Deutsch sprichst und diesen Podcast hörst, mach regelmäßigen Detox. Ich mache einmal pro Jahr mindestens eine Leber, Gallenblasen und eine Darmreinigung und mach davor ein Fasting. Und man soll auch immer mehr, was ich jetzt auch probieren soll, in die einmal pro Woche fasten. Das ist gerade auch so eine Geschichte, so ein Trend, sag ich mal, aber was eigentlich kein Trend ist, weil es wird nachhaltig sein, der aus den Staaten rüberschwappt, dass die Leute, die conscious sind, Spitzensportler oder Unternehmer, also High Performer aus allen Bereichen, dass die gerade das Fasten für sich entdecken und dass sie mindestens einen Tag pro Woche fasten. Und das führe ich jetzt bei mir auch ein, weil es deinem Körper richtig die Chance gibt, den ganzen Rotz loszuwerden und rauszuhauen. Also wichtig auf jeden Fall, regelmäßiges Cleansing, Detox, sei es jetzt über eine Leberreinigung, Gallenblasenreinigung, Darmreinigung, über ein Juice-Fasting, über ein komplettes Fasting, einfach in die Ketose reinzugehen. Und dann gab es ein richtig spannendes Experiment vom Dr. Otto Warburg, der 1931 einen Nobelpreis gewonnen hat. Und der hat bewiesen, dass Zellen, solange man sie immer wieder mit diesen drei lebenswichtigen Elementen versorgt, wie Oxygen und Wasser, dass sie unendlich lange weiterleben können. Das heißt, der menschliche Körper, theoretisch, können die Zellen, die können unendlich lange, also die sterben nicht.
wovon du sterbst, ist die Giftstoffe und den Müll, den du über die ganzen Jahre aufnimmst. Aber die Zellen, wenn du die vernünftig behandelst, außer sie sind noch damaged, also in ihrer Ursprungsform, das ist noch Punkt 3, dann kannst du unendlich lang mit deinen Zellen leben oder deine Zellen leben unendlich lang. The most common killer von deinen Zellen ist Oxygen. Das heißt Sauerstoff. Du kannst, ich glaube, 1,5 Wochen ohne Food auskommen. Du kannst 3 Tage ohne Wasser auskommen. Du kannst aber nur 7 Minuten ohne Luft auskommen. Und darum ist Sauerstoff so wichtig. Wenn du schläfst, dann macht dein Subconscious, dein Unconscious, Körperbewusstsein, sorgt dafür, dass du weiteratmest. Daran merkst du, wie sau wichtig Sauerstoff ist für dich im Leben. Und dazu kommen wir gleich noch. Die meisten Menschen bei uns, ich muss mir immer einen Pulli ausziehen. Wow. It's getting hot in here. Die meisten Menschen atmen nämlich falsch. Die atmen in den Brustkorb, die atmen nicht in den Bauch. Und dadurch verschenkt man 2 Drittel von seinem Lungenvolumen, was auch richtig krass ist. Also merkst schon, das war so viel Input gestern. Das ist unglaublich. If cells live forever, what causes them to die? Also Oxygen oder any disturbance to the electrical fields of cells can kill them and any physical rupture in cells can also kill them. Also alles, was die Zellen durcheinander bringt, wie zum Beispiel Rupture, also selber, dass die Zelle an sich geschädigt ist, oder durch elektrische Felder, Elektrosmog. Das wird völlig, völlig unterschätzt. Es ist so krass, wie viel Smog und wie viel Harm, wie viel Schaden, schädliche, was sind das? Unsichtbare Wellen in unserer Umgebung, die ganze Zeit um uns rum sind. Darum empfehle ich auch zum Beispiel abends in den Flugmodus zu gehen, wenn du schläfst mit deinem iPhone und deinem Wi-Fi-Router auszumachen. Weil gerade diese Bluetooth-Wellen und Wi-Fi und alles, das ist ja auch alles noch gar nicht erforscht, was es mit unserem Kopf macht, was es mit unserem Gehirn macht. Und Biohacker wie Dave Asprey, der übrigens gestern auch mit am Start war, der Founder von Bulletproof, der telefoniert zum Beispiel gar nicht mehr mit seinem iPhone am Kopf, sondern hält das nur noch quasi freisprechmäßig vor seinen Mund, um dann zu reden, und hat die Kopfhörer dann in den Ohren. Und bei ihm wurde jetzt eine Untersuchung gemacht, die Knochendichte von seinen Oberschenkelknochen. Und da, wo er immer sein Handy hatte, nämlich in der rechten Tasche, hat er 10% weniger Knochendichte als auf der linken Seite. Und das sollte uns allen zu denken geben. Alright, dann geht's weiter mit dem Lymphsystem. Das ist so das Main System, um zu detoxen, um den ganzen Müll rauszubekommen aus deinem Körper. Und was auch richtig, richtig spannend ist, wenn man das einmal versteht, ist, wenn du krank bist, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass der Körper versucht, sich selber zu heilen. Weil die Krankheit ist was Gutes, ein Schnupfen, ein Flu, Joint Pain, Low Energy, du kannst nicht schlafen, du hast Durchfall, Headache, Kopfschmerzen, Husten, das sind alles nur Versuche, Buddies Attempts, um sich selber zu heilen, weil du vorher Scheiße gebaut hast, weil du den Körper vorher vergiftet hast oder irgendwas Schlechtes mit dem Körper gemacht hast, dich scheiße ernährt hast. Das heißt, im Grunde, die Krankheit an sich ist was Gutes, da müssen nicht noch Medikamente draufgehauen werden, weil du deinen Körper ja dann wieder vergiftest und dein Körper kommt dann in so eine Endlosspirale. Das heißt, er hat irgendeine Krankheit, du haust Medikamente drauf, dadurch wird der Körper dann noch kranker. Disease is due to a deficiency of force. Das heißt, du hast nicht genug Power, du hast nicht genug Kraft. Und der Körper reagiert ja auf die Gifte. And the cause of my pain is rarely the source. Warte mal, kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. The cause of my pain is rarely the source of my pain. Ah, alles klar. The cause of my pain, also die Ursache von meinen Schmerzen ist rarely, oder der Grund von meinen Schmerzen ist rarely the source of my pain. So, jetzt habe ich's. Der Grund für meine Schmerzen, die Symptome,
sind ganz, ganz selten die Ursache von meinen Schmerzen. Disease is the curse. Also Disease an sich, die Krankheit an sich, die ist die Heilung. Dann beginnt schon die Heilung in deinem Körper. Dann passiert was in deinem Körper. Und deinen Körper vergiftest du durch drei Dinge. Punkt 1, du nimmst mehr Gifte zu dir, als der Körper abbauen kann. Punkt 2, biochemische Addictives, also Drogenabhängigkeit und Animal Products, Substances your body cannot use. Und Punkt 3, eine übersäuerte Ernährung. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch nur in säurehaltigen Körpern kann auch nur Krebs entstehen. Wie ich, mein pH-Wert ist voll, ich habe es in Thailand getestet, ist auf 7,0, also voll im Balance. Und das heißt, ich habe überhaupt keinen Nährboden, um Krebs zu bekommen, weil Krebs entsteht nur bei einem pH-Wert, der geringer ist als 7,0, wenn du dich nicht alkalin genug ernährst. Und alkaline Ernährung ist pflanzenbasierte Ernährung, vegane Ernährung, basische Ernährung. Und deshalb musst du mehr grüne Veggies, Gemüse essen und die ganze säurehaltigen Sachen wie Milch, Joghurt, Eier, Fleisch, Alkohol, Kaffee, das übersäuert alles deinen Körper und das gibt den Nährboden für Krebs. The cause of my pain is rarely the source of my pain. Okay. Fünf Ursachen, 5 Sources of Disease. Einmal, dass du dich selber vergiftest. Auto-Intoxication, Selbstvergiftung. Also entweder du nimmst consciously Gifte ein, die deinen Body zerstören, oder du hast eine Diet, wo du es gar nicht weißt, dass sich slowly Poison in deinem Körper, Gifte in deinem Körper ansammeln. Oder du hast du bist einfach übersäuert in deinem Bloodstream, in deinem Blutkreislauf. Punkt 2, Chemical Poisoning, Nerve Impingement, Physical Rupture, wenn du irgendwie dir einen Bruch holst oder so, dann hast du auch ein Disease. Oder ganz, ganz ausgeprägt, gerade in der westlichen Welt, auch in Deutschland, Destructive Mindset, Negative Thoughts, Depression, Antriebslosigkeit, Miserable Minds. Dann, ich könnte hier Stunden weiter labern, ich fliege jetzt einfach mal durchs Workbook. Dann Gene. Es gibt ja so eine Gen, dass das alles genabhängig ist und davon bestimmt ist, ob du krank wirst oder wie deine Konstitution ist, ob du schwere, leichten Knochenbau hast und so. Das ist absoluter Bullshit. Gene sind überhaupt nicht dafür zuständig oder in ganz wenigen Prozentfällen dafür zuständig, ob du später Krebs kriegst, zum Beispiel krank wirst oder irgendwelche Beschwerden bekommst, sondern du selber bist dafür verantwortlich und kannst es jeden Tag ändern. Was passiert ist, Panikmache in der westlichen Welt, ich sag nur Vogelgrippe, Schweinegrippe, gerade weil Erkältung und Grippe so weit verbreitet ist, kann man dadurch natürlich immer wieder Angst auslösen. Man kriegt die Leute dazu, dass sie sich impfen. Ich selber muss sagen, habe, glaube ich, alles mitgemacht, den ganzen Scheiß, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Und dann habe ich das gestern gesehen und habe Feli und Laura angeguckt und dachte so, Alter, wieso habe ich nicht mit Anfang 20 mal Tony Robbins Sachen geguckt. Der Typ lehrt das seit 30, 40 Jahren. Der hat das gemastert. Der hat alle Bücher, viele Bücher dieser Welt. Also der ist einfach jetzt auf dem Peak-Level of Knowledge. Und wenn was Neues dazu kommt, kennt er sogar die entsprechenden Leute persönlich, um sich dann wieder auf das neueste Level bringen zu lassen. So, das Wissen war schon immer da. Und das ist echt bitter, dass wir in so einer Society aufwachsen, wo dieses ganze Wissen mehr oder weniger unter Verschluss gehalten wird oder einfach falsch gelehrt wird. Weiteres Beispiel vom Tag gestern. Christoph Kolumbus hat nicht Amerika entdeckt. Bullshit. Aber es wird in 100% aller Schulbücher nach wie vor gelehrt und es bleibt da drin stehen. Wenn du mal danach googelst, wer Amerika entdeckt hat, es war nicht Christoph Kolumbus. Aber es gibt Menschen das sind Menschen, ja menschlich gesteuert, die die Vergangenheit gerne so modellieren würden, wie sie haben. Und deshalb steht da drin, Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt. Jetzt kommen wir zu den 12 Master Principles of a Vital Life. Also 12 Master Principles of Pure Energy. Und es gibt 8 Geschenke,
die du dir selber geben kannst, die du selber machen kannst. Einmal, gesund ist the power of vital breathing and lymphocyting, also tiefes, gutes Atmen, Atemtechnik. Punkt 2, power of living water and live foods, also echtes organisches Essen und Living Water. Living Water ist kein Scam, Living Water gibt's wirklich. Punkt 3, power of essential oils, essentielle Öle, wie zum Beispiel Kokosöl oder Udo-Öl habe ich mir jetzt bestellt. Kannst du auch mal nach googeln und bestellen. Richtig gute Sache. Dann Punkt 4, the power of alkalinity. Go green. Das ist alkalin zu gehen und nicht übersäuert zu sein. Also vegan. The power of aerobic energy. Punkt 5, dass du, wenn du abnehmen musst, nicht in diesen anaeroben Bereich gehst und sprintest wie ein Verrückter, wo nichts verbrannt wird, sondern in diesem aerobischen Bereich bleibst. Dazu kann ich auch noch meine eigene Podcast-Folge machen. Punkt 6, the power of maximum nourishment. Punkt 7, the power of structural alignment and maximum strength. Punkt 8, the power of a directed mind and heart. Where your focus goes, the energy flows. Und dann gibt's 4 Gifte. The 4 poisons dramatically reduce or eliminate your intake of. Also es gibt 4 Gifte, die dich kaputt machen, die deine Energy rauben. Punkt 1, processed. Also verarbeitete, gesättigte Fette. Punkt 2, Animal Flesh, tierische Produkte. Punkt 3, Dairy Products, Milch. Punkt 4, The Poison of Acid Addictions, säurehaltige Produkte oder wie zum Beispiel auch Zucker. Dann sind wir durch die Power of Lymphocyting und The Power of Breathing gekommen, Living, wie eben schon gesagt, die meisten machen eine Brustkorbatmung, verschenken 2/3 von ihrem Lungenvolumen. Du musst in den Bauch atmen, auch wenn es sich erstmal voll komisch anfühlt. Versuch mal ganz tief einzuatmen. Du hast es ja jetzt von mir schon gehört, wie es richtig geht. Und leg dir die Hand auf den Bauch und nimm mal einen ganz tiefen Atemzug. Merkst du den Unterschied? Du kriegst viel mehr Energie. Und Energie sorgt dafür, dass deine Blutzellen mit Sauerstoff versorgt werden und sorgt dafür, dass du seltener krank wirst. Mindestens 70% deiner Diät, deiner Ernährung, sollten wasserhaltiges Essen sein. Was passiert? A typical diet in America, Europe, Asia, Australien, hat man im Durchschnitt 15% water-rich foods und das ist Suicide. Das ist geplanter Selbstmord. Dann Essential Oils, bin ich eben schon drauf gekommen. Gibt einmal das Krill, Trinlab Krill Oil ist richtig gut, Udo's Choice, diese Oil Blend habe ich mir jetzt auf Amazon bestellt, verlinke ich in den Shownotes, habe ich mir gerade überlegt. Einfach Udo's Oil, das ist nämlich so eine Kombi aus ausgewählten natural unrefined oils. Und dann, it contains oils from fresh certified organic flax, sesame, sunflower seeds, as well as oils from wild germ, rice germ and oat germ. Und das hilft dir, deine Zellmembrane zu stärken. Dann eben über den pH-Scale habe ich schon geredet, alkalizing, go green. Ich kann es gar nicht oft wiederholen, wie wertvoll, wie gut, wie sehr sich dein Leben ändern wird, wenn du vegan gehst, wenn du auf eine pflanzenbasierte Ernährung gehst und wenn du nicht ganz so krass einsteigen willst wie ich und direkt alles von 0 auf 100 ändern willst, dann vielleicht mal deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Keine Ahnung, wenn jetzt 5 Tage die Woche oder es gibt krasse Menschen, die vielleicht 7 Tage die Woche Fleisch essen, von 7 auf 5 zu gehen oder von 5 Tage auf 3 Tage, von 3 auf 2 oder nur noch einen Tag pro Woche. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann auch nicht dieses Supermarktfleisch von Lidl, Hackfleisch, wo alles in so einen Drechsler getan wird, gehäckselt wird. Und für, keine Ahnung, wie teuer ist das, 1,99 Euro, 2,99 Euro, 500 Gramm Rindfleisch, die Rechnung kann nicht aufgehen, wenn du das mal hochrechnest. Also eigentlich gar kein Fleisch. Ich will es nicht empfehlen. Also es gibt 4 Hacks,
um Pure Energy, wenn 4 Hacks, die du selber easy mastern kannst, und wenn du die hast, dann bleibst du dein Leben lang gesund und hast Pure Energy. Das ist korrektes Atmen, Breathing, Hydrating, also regelmäßig Wasser trinken, genug Wasser trinken, Alkaline, also nicht übersäuert sein, sondern in den alkalinen Bereich zu gehen, mindestens pH-neutral auf 7,0. Oder pH-neutral ist eher am besten, also zu krass überalkalin ist auch nicht cool, aber es ist schwierig, das überhaupt zu erreichen, so ein State. Und dann essentielle Öle, das sind die 4 Sachen. Make it fun and simple. Das war auch noch super spannend. What's the difference between fitness and health? Fitness is the physical ability to perform athletic activity. And health is the state in which all the systems of the body, nervous, muscular, skeletal, circulatory, digestive, lymphatic, hormonal, are working optimally. Your goal is to become not just fit, but healthy. Ne? Bringt ja nichts, wenn du aussiehst wie ein Brecher, wie ein Monster, krass Muskeln hast, aber keine Power, keine Puste, kein Durchhaltevermögen, so wie es mir ging, als ich am Anfang nur gepumpt habe, Bodybuilder war, dass erstmal zu Krav Maga gegangen bin und dann so ein heftiges Ausdauertraining war. Krav Maga ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, abgeleitet vom Militär, und ich habe nicht durchgehalten, die haben sich totgelacht über mich, weil ich so krass aussah. In der Umkleidekabine haben sie erstmal gesagt, was ist das denn für ein heftiger Typ, aber es war, wie der Name schon sagt, nur Bodybuilding. Es war nur, den Body zu modellieren, es sah gut aus, sah impressive auf, war auch noch cool am Strand, aber das war es auch. Wichtiger ist, fit zu sein und in diesem aeroben Bereich zu trainieren. Alright, 7 rules for healthy eating. What are we putting into our bodies? Drink water before and after your meals, not during. Properly combine your feeds, food combining. Eat in a relaxed state, eat comfortable amounts of food und eat organic foods. Timing is everything. Eat small amounts every 3 hours. Add supplements to your diet as needed. China Study, Chicken Safe. Ihr seht schon, ich habe noch viel zu tun, dieses ganze Workbook nochmal komplett durchzuarbeiten. Das ist Hausaufgaben für die nächsten für die nächsten paar Monate auf jeden Fall. Genau, hier ist dann noch mehr Input zum Thema Optimizing Your Detox System. Warum sind wir heute sick? We are exposed to 6 million pounds of mercury. Mercury steht für Schwermetall, ne? Oder Metall oder Blei. Warte mal, ich muss mal eben. Mercury ist doch auch im Quecksilber. Jetzt habe ich es in Thunfisch drin. Mercury, Quecksilber, ja. We're exposed to 6 million pounds. Übrigens hatte Tony Robbins auch eine Quecksilbervergiftung. Also er ist nicht komplett vegan, sondern hat immer noch Fisch gegessen vor ein paar Jahren. Und hat dann so viel Thunfisch gegessen, weil die alle so schwermetallverseucht sind, Quecksilberverseucht sind, dass er selber eine Quecksilbervergiftung hatte. Und die ganze Zeit nicht wusste, woher es kam, dass er Rückenschmerzen hatte. Und ein Arzt hat es dann rausgefunden. Und seitdem isst er auch kein Thunfisch mehr, kein Fisch. Und ist wieder voll recovered. 80,000 toxic chemicals have been released into our environment since the dawn of the industrial revolution and very few have been tested for their long-term impact on human health. So, was wir davon alles kriegen, muss ich nicht durchgeben. Muscle aches, joint pain, fatigue, diarrhea, sleep issues, gas, food cravings, skin challenges. Und das ist diese ganze Vergiftung. Die Leute sind vergiftet in der heutigen Zeit. Und im Grunde, Feli und ich, wir machen es ständig, wir sind eigentlich ständig, leiten wir jetzt Gifte und Metalle aus, weil man kann sich ja gar nicht wehren. Du nimmst ja automatisch Giftstoffe und Toxine auf über das Wasser, über die Luft, über deine Lunge, übers Atmen. Einfach, dass man lebt, dass man Being ist, weil unsere Umwelt einfach so richtig fucked up ist. Kann man sich dagegen nicht wehren, und das Einzige, was hilft, ist regelmäßig zu entgiften, um seine Energy hochzuhalten, um die Zirbeldrüse nicht zu verstopfen, um diese Connection noch ins Universe aufzuerhalten, und das geht nur durch regelmäßige Entgiftung. Man kann, how to detoxify with the triple P program, pee, poop, perspire. Also, du musst genug sauberes, am besten noch gefiltertes Wasser trinken. Ich habe mir jetzt auch einen Wasserfilter bestellt, hau ich dir in die Shownotes, welchen ich da habe, von Alkaline, glaube ich.
Freue ich mich schon drauf. Das ist immer ganz cool, wenn ich dann einmal in Deutschland bin. Wir sind jetzt in London, morgen fliegen wir wieder zurück nach Berlin. Dann kann ich einmal bei Amazon komplett ausrasten und mich wieder eindecken mit all den coolen Sachen, die ich gelernt habe und die ich gerne hätte. Und das passiert jetzt genau in den nächsten Tagen. Da gibt's dann Chaos an der Packstation, ausgelöst durch Moira Hagan. Also drink plenty of clean filtered water. Keep bowels moving. If you need some help, try taking 2 tablespoons of ground flaxseeds and Magnesium Citrat Kapseln. Eat detoxifying foods, wie zum Beispiel Vegetables, entzündungshemmende Kräuter und Gewürze, Green Tea ist zum Beispiel auch entgiftend. 3-mal am Tag exercisen, das kann das Priming sein, was wir gestern durchgegangen sind. Sweat at least 3 times per week, also 3-mal pro Woche. Sauna ist zum Beispiel auch richtig gut, dem Körper und der Haut die Chance geben zu entgiften. Weil die Haut ist das allergrößte Entgiftungsorgan und wenn du dann 3-mal in diesen State kommst, entweder über Sport oder Sauna, dann kannst du properly entgiften. Was man mehr essen sollte, sind non-starchy Vegetables, wie zum Beispiel Artischocken, Pilze, Sprossen, Brokkoli, Eggplant, Paprika, Greens an sich, alles was grün ist, Blumenkohl, Kali, Zucchini, Spinat, das sind alles Sachen, wovon du mehr essen sollst. Also alles, was grün ist, richtig grün, Sellerie zum Beispiel auch, super gesund. Dann gesunde Fette, isst in Avocados, Olivenöl, Nüssen, Samen, Kokosnussöl. Dann Low Glycemic Fruits, also Früchte, wie zum Beispiel Beeren, Kiwis und als letzten Punkt entzündungshemmende Kräuter und Gewürze wie Turmeric, richtig stark, auch richtig gut zum Entgiften, Cayennepfeffer, Thymian, Rosmarin, Chili, Oregano, Zwiebelpulver kannst du sogar nehmen, Cinnamon ist Zimt, Koriander auch super wichtig zum Entgiften von den Stoffen, die im Gehirn sind. Dann, wovon du weniger essen solltest, Gluten wie Pasta, Brot, weizenhaltige Sachen, Zucker, Processed Foods, Baked Goods, Candies, Sweets, gesüßte Getränke und Alkohol, Sodas, Fruit Juices, Dairy Products wie Milch, Joghurt, Käse. Davon solltest du weniger essen. Ausatmen, Moira. Alright, also ihr merkt schon, es ist heftig und ich bin nur ein Drittel von dem gestrigen Tag oder ein Drittel eher so von dem gestrigen Tag durchgegangen. Was man da alles an den 4 Tagen an Input gelernt hat, es ist der Wahnsinn und ich find's super, super beeindruckend. Vorher war mir Tony Robbins auch immer nur so als Personal Growth, Self-Help Coach, Business Coach bekannt, als erfolgreicher Geschäftsmann, als einfach ein krasser Typ, haben wir jetzt kennengelernt. Er ist noch viel, 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 viel mehr krasser, als du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Das schwöre ich dir ohne Scheiß. Es ist so, du musst ihn einmal live auf der Bühne erleben, diese Energie, das kann man nicht in Worte fassen. Aber was mich schwer beeindruckt hat, wie conscious er auch in den Bereichen Human Body unterwegs ist, Health, Fitness, Detox, Cleansing, Spiritualität. Und das rundet einfach so für mich nochmal komplett das ganze Bild ab, das Bild von diesem Wochenende, von dem 4-Tage-Event, war nicht nur das Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, es waren insgesamt 52 Stunden an Input, wenn du das mal runterrechnest auf dem Tag, es waren 4 Tage, jeden Tag 13 Stunden, mindestens warst du, es war sogar länger, also wenn ich jetzt mal überlege, wir sind 8, 9 Uhr dahin und dann ging es immer bis Mitternacht, manchmal bis 1 Uhr nachts oder so. Also unendlich, unendlich viel Input, 60 Stunden Input. Und das funktioniert aber auch nur so gut jetzt bei diesem Event, weil du regelmäßig in diesen Peak State gehst, dadurch, dass du ausrastest, deine Patterns brichst und das so, 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 so konzentriert an Input kriegst, dass du es immer wieder abrufen kannst. Ich merk schon, wie viel ich jetzt bei mir gelernt habe, wie viel im Unconscious Mind drin ist. Und allein der Trigger durch die Spotify-Playlist, die freundlicherweise irgendjemand in der Closed-Facebook-Gruppe von dem UPW-Event geshared hat. Ich höre den ganzen Morgen gerade die Spotify-Playlist und bin super, super productive, bin super, super mutig, weil Fear, das ist immer das allergrößte Problem. Eigentlich kann man alles auf Angst zurückführen. Alles, was passiert, jedes Business, was du nicht gestartet hast, jede Entscheidung, die du nicht getroffen hast, Kriege, die geführt werden, alles ist immer, 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 immer wieder Angst. Und wenn du einmal diese Fear,
diese Angst durchbrochen hast, darum gibt's ja auch am ersten Tag von dem Unleash the Power Within Event den Feuerlauf. Für viele Menschen ist das ein krasser Breakthrough. Wir würden sich niemals trauen, über 2000 Degree heiße Kohlen zu laufen. Und dadurch, dass sie es machen bei dem Event, dadurch, dass man in so einen Peak-State geht und wirklich Mauern sprengt und Fesseln löst, dadurch verlieren die Menschen ihre Ängste, die Menschen verlieren ihre limiting beliefs, die wir an Tag 3 aufgelöst haben, und die Menschen wurden jetzt entsprechend hier auch noch geschult, wie man vernünftig mit seinem Körper durchgeht. Ich bin echt richtig, richtig happy, dass ich hier gewesen bin. Ich bin pumped, ich bin mir sicher, es war nicht mein letztes Tony Robbins Event, und wir sehen uns dann wieder auf der DX. Denkt dran, morgen ist der allerletzte Tag, an dem es die Early Bird Tickets gibt. Morgen wird auch die Workshop-Kategorie geschlossen. Und in gut 3 Wochen geht's ja schon los. Ich bin super, super, super aufgeregt. Morgen früh fliegen wir mit EasyJet von London, Gatwick nach Berlin. Sind dann bei unserem Kumpel zur Untermiete untergekommen, bei dem Marc. Vielen Dank an Marc von dieser Stelle. Wohnen dann in der Nähe vom Alex. Also echt cool, in der Nähe auch vom Oberholz, wo wir uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen einnisten werden, um weiter an der DNX zu arbeiten. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, den ich in Berlin sehe. In 3 Wochen auf der DNX wird der Wahnsinn. Also wir haben jetzt die 700 gerissen. Ich bin mir sicher, es werden 800 Teilnehmer. Es wird so ein krasses Event. Es wird die krasseste DNX ever. Und genug Input, wie ein geiles Event aussehen kann mit 10.500 Leuten, haben wir jetzt an den 4 Tagen gekriegt. Und deshalb heben wir die DNX auch nochmal aufs nächste Level. Sei dabei. Ich freue mich mega, 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 wenn ich dich auf der DNX treffe, wenn ich dich sehe, wenn du mich ansprichst, wenn wir ein bisschen labern, wenn wir connecten, vielleicht auch schon auf dem Pre-Event, das automatisch mit da drin ist bei dem Ticket. Wenn du dir eins fürs Main-Event holst, kannst du auch am Donnerstag schon zu dem Pre-Event kommen, zum ersten Live-Hack. Lifehacks, All-Stars, Live-Podcasting-Event oder so mit dem lieben One and Only Tobias Beck und mit Laura Seiler. Wir sind zu dritt auf der Bühne. Ihr könnt uns alle Fragen stellen und ich glaube, es wird ein riesen, riesen, riesen Spaß. Also geh jetzt auf dnx-berlin.de, sicher dir dein Ticket und komm nach Berlin. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Peace and out! Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/News in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab $3. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung. Am iPhone unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.